Moin, moin, ihr Quadverrückten. So, wie ihr seht, ich stehe vor Rudis Laden, Quattrotec. Und ich bin hier heute mit meiner Polaris hier, da ich einen Rahmenbruch habe. Aber das zeige ich euch gleich alles nach dem Intro. Das wird heute geschweißt und dann vielleicht fahren wir noch eine Runde hier. Mal schauen, was noch passiert. Hier schrauben die schon alle. Selbst der Daryl Ryder ist hier. Und? Ich bin nicht hier. Der Bobble XXC, ne? Moin. Heißt du doch. Ja, da. Wer kommt denn noch? Hier kommen noch ein paar Jungs heute, ne? Aber du darfst noch nicht die geheime Silde dir füllen. Das darf doch keiner sehen. Darf das keiner sehen? Oder? Wo ist? Ich zeige Ihnen erstmal meine Heillüfter. Mann. So, Leute. Ich zeige euch mal die Bruchstelle. Hier haben wir die schon mal zerlegt, das Monster. Hier vorne ist die. Also Polaris hat hier ein bisschen Scheiße gebaut. Die haben hier nur bis hierhin geschweißt. Von dieser Seite und von anderer Seite. Das hätten sie hier komplett schweißen müssen. Viele haben das ja schon auf Facebook oder Instagram mitbekommen. Die es noch nicht mitbekommen haben, kontrolliert euer Rahmen hier vorne. Vielleicht kann man den Riss ja... Moment... So, da kann man den, glaube ich, gut sehen. Allerdings bei den neuen Modellen wurde das schon alles geändert, wie ich gesehen habe. Ich versuche euch ein Foto einzublenden von Thomas Fröhlich. Ich habe bei ihm gesehen, dass es komplett schon bei ihm alles verschweißt ist. So, das schweißen wir jetzt gleich zusammen und danach machen wir Blödsinn, denke ich mal. Links oder rechts Gewinde? Wo? Warte, ich glaube, das Clutch-Kit hat Linksgewinde. Du glaubst? Ja, ich bin mir nicht mehr sicher. Warum? Du weißt das doch. Ja, du schraubst doch das, Mann. Du hast einen Abzieher. Genau. Ja, du, ich weiß es ja auch nicht mehr, was links und rechts ist. Dafür habe ich einen Abzieher. Abzieher habe ich, jawohl. Ja, gut. Ich dachte, du hast auch einen. Oh, na, siehst du. Ja. Hat das jetzt links oder rechts Gewinde? Hat mit dem Abzieher ja nichts zu tun. Stimmt. Den lässt man ja Dings. Oh, jetzt kommt das. Jetzt kommt's. So, warum wir das jetzt machen? Wir müssen den scheiß Deckel jetzt dahinter komplett neu verkleben. Der ist immer undicht bei mir. Der muss jetzt richtig sauber gemacht werden und verklebt. Und dann können wir in Ruhe moddern, stimmt's? Ja, auf jeden Fall. Rudi, was hast du denn dazu? Gar nichts. Rudi, und war das jetzt ein Linksgewinde? Hast du einen Schrauber gehört? Ja, aber ich habe nicht gehört, welche Richtung. Nee, du hast gar keinen Schrauber gehört. Du hast noch gar nicht geschraubt, oder was? Nein. Das müssen wir unbedingt erwähnen, ob das jetzt Links- oder Rechtsgewinde ist. Ja, aber wir müssen jetzt erstmal die Antriebswelle ziehen. Oh, das auch. Meine arme Maschine wird zerlegt. Oh, da kommt der Boris. Ja, Boris, eine Generalüberholung. Ja, ich Boris, was machst du denn eigentlich hier? Kannst du mir das bitte verraten? Also ich bin da hinten, wir sind da hinten an der, da steht auch so eine komische Maschine da. Eine komische? Das ist doch eine Can-Am oder sehe ich das jetzt falsch? Ja, das ist 1050er. Was passiert denn hier? Oder dürfen wir das gar nicht verraten? Doch, ne? Oh, das sind aber deine. Das sind die, ja. Hierfür? Nein. Hier, Boris hat sich eine nagelneue Reifen geholt. 32 Zoller. Was sind das? ETP? Kenne ich auch nicht. Sieht aber geil und pervers aus. So, und der Boris macht sich gerade hier überall breit im Rudis Laden mit seiner Renegade und will da ein Kühler hochsetzen mit Schnorchel. So. Wie lange braucht ihr denn eigentlich für sowas? Andreas?
Was schätzt du? Was schätzt du? 4 Stunden fertig? Wir müssen ja noch moddern heute, ne? Dann braucht man das 5 Stunden. 5 Stunden? Dann kann man auch zusammen mit dem Moddern. Also hier seht ihr Rudis Laden. Alles da, ich brauche noch einen Riemen. Das ist ein Can-Am-Riemen. Wo hat der Polaris hier? Der hat kein Polaris hier, das gibt's doch nicht. Da kriegt er jetzt Ärger. Da kriegt er jetzt Ärger für. Ja, Polaris-Riemen hat er nicht. Baut da mal schön zusammen, ich komme gleich wieder. Rudi, ich habe gerade gesehen, du hast kein Polaris-Riemen hier. Im Hause. Was habe ich? Kein Polaris-Riemen. Riemen? Ja. Doch. Hast du einen da? Ja. Oh, super. Aber meine ist nicht gut. Rechts Gewinde. Es ist links Gewinde. Es ist, habe ich doch gesagt. Ja. Linksgewinde, so Leute. Linksgewinde. Für alle, die das Klatschkit abbauen möchten, ist ein Linksgewinde. Das halten wir jetzt so mal fest, weil ich vergesse das auch immer. So, jetzt werden nicht nur der Riemen abgedichtet hier, der Deckel. Jetzt wird alles zerlegt hier. Oh, Rudi Alter. Hat so viel Scheiße gefunden an meiner Polaris. Moment, das fängt ja hier an. Das, ja. Das geht ja hier weiter. Genau. Aber wir sind, da sind wir noch nicht. Da sind wir noch nicht. Da kommen wir noch an. Da ja. Kommen wir gleich noch an. Also, Leute, ich glaube nicht, dass ich heute damit hochfahre. Die bleibt jetzt hier stehen. Rudi, ja, bitte. Was machst du eigentlich mit meiner Maschine hier? Ich weiß auch noch nicht. Du weißt aber schon, dass du jetzt nicht nur den Riemen da zerlegt hast, dass du die ganze Maschine zerlegt hast. Du wolltest eigentlich den Rahmen geschweißt kriegen, ne? Genau, wir wollten nur den Rahmen schweißen. Guck mal, ist immer noch. Ne? Kommen wir noch gar nicht zu. Kommen wir heute nicht zu? Problem ist, machen wir noch. Problem ist, du hast irgendwie immer Angst, wenn ich an deine Maschine gehe. Ne? Ja, weil fahren so. Aber warum kommst du immer wieder? Ja, weiß ich nicht. Weißt du, ich vertraue dir ja, ne? Aber wenn ich das hier schon sehe, wie du die zerlegst. Ja, aber es ist ja professionell zerlegt, ja? Ja, gut. Wenn wir schon so weit sind, dann wird das jetzt gemacht. Devil, lach nicht. Dasselbe Problem hast du bestimmt auch jetzt mittlerweile. Nein, Wasser im Differential hab ich nicht. Guck mal. Also, das ist mein Differentialöl, ne? Ach du Scheiße. So ein bisschen ölig ist das wohl, aber. Leute, aber das meiste ist Wasser, Anton, das weißt du schon, ne? Eigentlich ja, nur Wasser. Aber Wasser war ja schon drin. Habe ich was falsch gemacht? Oh, Anton, ey. Leute, neuester Stand. Aus einer Schweißnaht wurde komplett das Ding jetzt zerlegt. Aber es ist ja nicht schlimm. Das machen wir jetzt alles wieder in Ordnung. Die Firma Rudi hilft mir. Und ja, der Devil, der freut sich schon. Ja! Was lachst du denn da? Boris freut sich. Hier. Und das wird jetzt komplett zerlegt. Das zeigen wir euch auch. Das ist das hintere Differential. So, Rudi, er hat's geschafft. Was sagst du denn dazu? Ganz normal. Entweder geht's zum Polaris oder du musst zum Russen. Ja, der war gut, der war gut. Der Russe hat auseinandergekriegt. Sonst klappt das nicht. Der macht das schon. Ich krieg Herzschmerz. Sag mal, was habt ihr denn alle so? Das sieht doch noch gut aus. Guck mal, da ist noch Öl drin. Was? Ja, aber Öl ist noch drin. Alter, Anton, Junge. Probier mal, das muss man probieren. Da ist ja mehr Wasser drin. Das ist Fürstenforest Polen zu gleichzeitig. Scheiße, Junge. Ja, geil. Ja, Leute, das ist jetzt sehr spannend hier. Jetzt erstmal Frühstückssachen holen. Wir haben Hunger. Darüber müssen wir. Rudi hat uns einen Fufi gegeben. Danke, jetzt gehen wir feiern. Jetzt gehen wir feiern. Rudi, die Brötchen kannst du wohl vergessen. Wir sind hier irgendwo in der Kneipe oder so. So, hier wird noch geschraubt. Jungs, gleich gibt's Brötchen. Wir haben aber Bier dafür gekauft, nicht Brötchen. Ja, stimmt, wir haben Bier gekauft für 50 Euro. Haben wir ja den Leuten schon gesagt. Ja. So, hier kommt gerade ein neuer Kühler drauf. Von Frau Boris. Nee, deine Frau. Frau Boris, Firma Boris. Baut seine Maschine, rüstet auf. Also, warum wir das Ganze machen? Wir rüsten das ja alles für Polen auf.
Ne? Boris? Ja. Wir werden alles jetzt, auch meine Maschine wird jetzt komplett für Polen, damit wir dort wieder richtig Gas geben können und wieder alles kaputt machen können. Aber wie gesagt, bei mir ist ein bisschen mehr dran zu machen. Hier ist das alles schon zerlegt. Das wird natürlich heute, denke ich mal, nicht mehr fertig werden, weil wir haben keine Ersatzteile dafür. Und wie gesagt, das wird fertig werden, dann werden wir wahrscheinlich nächste Woche in Polen das Ding auch dann wieder mal testen. Da freue ich mich schon drauf. Und dann Ende Juli, haben wir jetzt Juli? Nein, wir haben jetzt Juni. Juli fahren wir nach Polen wieder. So Leute, jetzt kommt das vorne alles wieder raus. Katastrophal hier. Jetzt geht er los. Meine arme Maschine. Aber ich habe schon gesagt, wenn Rudi fertig ist, wird das nicht ein Monster, sondern ein Panzer. Wo kommt was raus? Nee, kommt gar nichts raus. Ach, gar nichts? Ach, nein. Was schade, jetzt war ich ein bisschen schnell. Oh. Junge, das sind die A-Arms. Ach so, ja, du sagst das doch, Mensch. Weiß ich nicht. So, Leute. Zwischenstand, ich zeige euch schon mal, was wir bis jetzt wieder gemacht haben. Also ich glaube, jetzt haben wir sie komplett zerlegt. Rudi ist glücklich darüber, dass er die zerlegen durfte. Einmal an der Heillifter schrauben. Du bist auch die gefahren. Also, du hast gesagt, du hast noch nie eine richtig so live gesehen. Jetzt hast du eine. Was lachst du denn? Du weißt schon, dass du eine Polaris fährst. Aber meine, Anton, ist in einem gepflegten Zustand. Ja, das hab ich auch gedacht. Ich weiß das. Gepflegter Zustand, was ist das denn? Das ist ein gepflegter Zustand. Ich zeig euch das, Leute. Ich zeig euch. Ja. Du weißt schon, dass du gerade dich selbst anlügst? Nein, ich weiß das einfach. Qualität, Freund. Okay, das werden die wohl glauben. Dann machen wir Challenge. Ey. Wer hat die gepflegte Maschine? Ja, das ist wie neu hier. Ja. Ein bisschen Spucke dran und schon ist das wie neu. Alter, wir haben alles zerlegt. Wir haben wirklich jetzt alles zerlegt, Leute. Katastrophe. Scheiße, Anton. Wie soll die Unterschrift eigentlich heißen? Eigentlich wollten wir nur... Ja, schweißen. Den Titel musst du so machen. Eigentlich sollte nur geschweißt werden. So Leute, wir hatten jetzt die Schnauze voll. Wir wollten nicht mehr rumschrauben. Es wird definitiv ein zweites Teil geben. Hier, der Devil Rider fährt jetzt. Wir fahren jetzt komplett privat zu Rudi. Da wollen wir ein bisschen ausruhen. Wir werden auch nachher noch Action erleben mit diesem X3 alles. Da wird ein extra Video für euch kommen. Und ich sag mal bis jetzt schon mal Tschüss. Es wird definitiv noch ein zweites Teil geben, wie wir die Maschine zusammenschrauben mit Rudi. Und was wir dort alles geändert haben, was wir auch noch alles gemacht haben. Also es ist leider nicht bei der Schweißnaht geblieben. Aber ich wusste, dass die Maschine schon so weit ist und dass mal ein paar Sachen gewechselt werden müssen. Und ja, eigentlich wollte ich noch so mit weiterfahren, aber der Rudi, der hat gesagt, Anton, das kannst du nicht machen. Und ja, er hat mich dazu überredet, jetzt den ganzen Scheiß ja doch zu machen und das werden wir jetzt auch in Angriff nehmen. Aber wie gesagt, Leute, danach ist das nicht ein Monster, sondern ein russischer Panzer nachher. Und ja, der Devil, der baut schon wieder Scheiße. So, ja, Leute, ich sag mal schon Tschüss, bis zum nächsten Video. Wann das zweite Teil kommt, wie wir an der Maschine rumschrauben, weiß ich nicht, aber es wird definitiv kommen. Und ja, wenn es euch alles gefallen hat mit dem Video, lasst einfach einen Daumen hoch, schreibt unter die Kommentare, aber lasst diese Kommentare bitte sein, scheiß Polaris. Ja, ich weiß, wir fahren alle eine scheiß Maschine. Und daher, also bis zum nächsten Mal.